Ah, nein! Ah. Hallo. Hallo. Ich bin am Pad mit den Doppelkatanas. Beziehungsweise andersrum gesagt, wir stehen vermutlich vor dem Boss. Vor dem Boss. Das heißt, das Pad wird wie eine Hure durch die Menschenmassen gereicht und jeder darf mal ran. So kann man es auch nennen. Aber vorher aber bemerkt, dass wir 8 Samurai-Punkte haben und 7000 Schieß mich tot, Amrita, Seelen, Gedöns und Sins. Und wir müssen noch ein bisschen was machen. Genau, wo muss ich denn jetzt hin, um das zu machen, was ich will? Ja, Samurai-Punkte kannst du vor Ort machen. Samurai-Punkte kann ich vor Ort machen, das machen wir doch gleich mal vor Ort. Und dann wolltest du noch überlegen, ob du ein Level-Up machen willst oder nicht. Ja, ja. Oder direkt zum Boss latschen willst. So, Samurai-Punkte, die sind bei... Fähigkeiten erlernen? Ah, da war ich ja drauf. Ah. So, tschuk. Samurai-Punkte, Alter. Wo sind die? Willst du mich gerade verarschen? Was machen wir mit Samurai-Punkten? Ah, das... Entschuldigung, Samurai-Punkte war für mich da hinten bei dem Samurai... Nein. Ninjutsu-Kackdreck, Entschuldigung. Das andere sind normale Fähigkeiten. Ja. Du hast mich verwirrt mit dem Samurai. Ja, weil die halt so heißen. Ja, Entschuldigung. Was können wir denn machen, Mann? Die heißen schon immer so. Kann ich was Geiles machen, Mann? Nix kann ich. Hohe Haltung. Lame. Was macht das? Hohe Haltung. Erstmal lame. Ich kann ja... Da kann man ja nichts machen an und für sich, außer dass wir die anderen Haltungen durchgehen. Und bei den anderen brauchen wir ja überall noch Missionen, ne? Ja, das ist bitter. Fähigkeit erholen, halt Wirbelangriff. Yay, schön. Viereck, also wieder mit Viereck und R2 und so ein Scheiß. Ja gut, wie machen wir es? Hast du was Interessanteres bei deiner mittleren Haltung? Weil ich benutze ja gerade eigentlich alle Haltungen. So. Ja, müssen wir halt ein bisschen aufteilen. Ich muss ja auch mal die anderen Haltungen mal checken, aber... Ja, das ist so genauso im Endeffekt. Glitzegleich, nur anders. Ja, bei dir ist es ja nur ein Angriff, bei mir ist es. Ich schmeiß ihn auf den Boden direkt. Ja, zu Fall bringen halt, ja. Ist mega gut. Ja, dann mach's doch und check mal bei mir, ob es dann auch freigeschalten wird. Das wäre mal interessant, weil so ein. Das ist ja voll blendend. Was hast du da drin? Ach, muss ich jetzt erstmal gucken. Fähigkeitsanpassung. Speer. Bei dem hier. Während der Verteidigung. Hä? Nicht erlernt steht da bei hoher Haltung. Ne, du warst schon nicht, nämlich nicht, du warst bei Wirbel 1. Du parierst einen Angriff und schlägst ihn nieder. Und das andere ist Stolperfalle. Ja, warum Stolperfalle? Weil das kann ich einfach so auslösen. Bei dem anderen muss ich parieren dafür. Achso, ja. Oder na, ich probiere es mal kurz. Wie war das? Während der Verteidigung R2. Ja, ich vermute mal. Du bist in der Niedrighaltung, ist das recht? Weil das war die mittlere Haltung dementsprechend. Okay, sorry. Zergang. Das ist schon mal ganz cool. Gang. Wie war denn das hier eigentlich? Hatte ich doch auch irgendwie eine Fähigkeit, dass. Das war doch gerade das Zurückhüpfen. Ne, dass ich nach vorne springen. Ach, nach oben muss ich drücken. Ja. Aha. Schön. Okay. Dann checken wir mal bei mir ab, was es da so Schönes zu erlernen gibt. Oder gibt mir das kurz. Ching. Was gibt's denn da? Mache ich gerade eher die untere Haltung, die ich auch schon komplett erlernt habe. Ja, was sind bei denn die schwarzen? Ist das eine Mission, die du brauchst? Oder noch mehr? Alles Mission. Okay. Alles Mission. Fertigkeit, hohe Haltung, Wirbelangriff, der alles, das wäre jetzt gerade noch so was hinter.
Interessant ist, was ist das? Fähigkeit der Hodenhaltung folgt einem Kombo-Angriff, schneidest du den Gegner. Das ist wieder am Ende von der Kombo. Yay. Das Mission. Das ist ja alles. Brauchen wir alles Missionen, ne? Missionen? Missionen, ey, das ist echt. Ja, dann. Schlimm, ne? Mach schon irgendwas. Oder lässt es. Ja, das ist dann alles Ruhehaltung, oder? Punkte. Ja, das ist halt echt bitter, ne? Und sammeln mal die Punkte, bis wir mal so eine scheiß Mission gemacht haben. Weil das ist jetzt generell eine Fähigkeit, oder was? Für immer. Angriff, bei dem die Schwerter blitzschnell gezogen wird, nur möglich, wenn. Was kann ich denn danach machen? Du benötigst deutlich weniger Zeit, um Energie für Zeichen des Kreuzes. Das, was? Für Zeichen der Kreuze zu sammeln. Was ist das jetzt noch? Das ist jetzt L1 und Kreis halten. Ja, das andere das geht so halt einfach schneller. Das ist so eine. So ein sinnloser Move eigentlich. Ja. Was ist das halt noch? Hohenhaltung. Aber hohe Haltung habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht wirklich. Fähigkeit der Hohenhaltung, Wirbelangriff, der alles um dich zerschneidet. Ja, sparen wir die Punkte einfach. Fertig ist, ey, Mann. Zum Kotzen! Meine Doppelkatana sind bald schon voll, die kleinen Schnitzer. Ja, willst du noch ein Level-Up machen oder willst du gleich zum Boss ran? Reicht das Level-Up nochmal? Also, für ein Level-Up ja. Dürfte es reichen, aber. Wo muss ich denn da hin, wenn ich da Level-Up machen will? Andere Richtung, da geht's zum Boss. Ja. Da hoch oder was? Und dann rechts ist eine Leiter. Rechts. Da, so. Du sagst ja schon dann rechts. Nee, da rechts. So, dann checken wir mal ab. Was das Level up so kann. Komm ich da überhaupt wieder hoch? Andersrum. Da rein. Ah, da ist der Schwein, genau jetzt. Ich war nicht. Wollte gerade sagen, da kann man nicht gar nicht mehr hochgehen. So! Aber wir können zerdrücken mal so ein Ding. Ich muss noch was platt machen, ja. Gegenstände, was waren das da? Für ein komisches Locket-Ding. Diese Steine waren das, die Samariter-Steine. Waren das nicht die komischen Haare? Ja, die Haare waren die Fähigkeitspunkte, die man benutzt hat. Der da war das. Ah, die waren 32 Stück. Und 100 Amriter, wie viel brauchen wir jetzt noch? Wir waren bei 7700, glaube ich, also 3. Oder haben wir 8000 haben wir doch gebraucht für ein Level, oder? $8,500. Okay, dann sind es 8. Eieiei, wenigstens kann man das da ein bisschen punktuell. Ja, wenn man mal in der Beschreibung sieht, wie viele Seelen man kriegt. Nicht so wie bei Dark Souls. 500 gibt der zum Beispiel, aber 15 Stück. Ja, benutze davon einen und von dem anderen drei. Okay. Benutze einen. Badam. Und von den anderen drei, oder was? Ja. Benutze drei. Sehr schön. Oh, Mathe ist unser Ding. So. Was machen wir denn? Würde die Kack? Oh. Ausdauer wollten wir eigentlich machen, damit wir die Hose tragen können. Oh, guck mal, wie das aussieht. Ja, das habe ich auch gerade schon gesehen. Die Ausdauer sieht da im Vergleich nicht so toll aus. Ja, aber das sieht irgendwie geil aus. Das dürfte sogar fast reichen, also es dürfte sogar reichen, damit wir die Hose tragen können, weißt du? Die Hose ist mir aber gerade nicht so. Guckst du mal an. Ja, ich sehe es. Das ist geil, Mann. Aber wie kommt das auf einmal? Das war ja vorher nicht, weißt du? Nee, war vorher nicht. Jetzt ist es aber so. Plus 3, plus 3, plus 2, plus 3, plus 7, plus. Oh, Alter, Mann, das ist heftig. Baller rein. Danach können wir immer noch gucken, was die Hose macht. Alter, die tröten, Mann. Das macht, die macht ja, da voll die Hardcore-Party. Halt voll die Party am Start. So. Wie viel haben wir eigentlich jetzt gefunden von denen? Drück mal auf Start. Ja, Start. Sieht man das nicht, wenn man auf Start drückt? Bei Mission? Ganz weiter rechts? Ja. Nee, weiter rechts. Das da. Sieht man das da nicht irgendwo? Eine Amrita-Erinnerung oder was? Wo hat man das gesehen? I don't know. Ganz am Anfang, wenn die Mission anwählst. Da siehst du, glaube ich, oder? Ja. Das kann auch sein, dass man es da drin sieht. Nee. Oh, aber das war gehen wir mal auf die Kuppel drauf da im Schrein. Da, 7 von 8, einer fehlt noch. Da sind wir schon am Ende. Genau, bevor wir dann auf Fortsetzen klicken, falls wir jetzt denn
Ist da nicht einer? Mhm. Da ist einer. So, ist da noch einer? Ne. Nee. Jetzt muss ich hier durchrennen. So, wo ist denn der Bossweg jetzt sozusagen? Also hier den ersten, den kannst du ja... Den da halt. Oder was soll den ersten Viech? Mensch. Kann ich also dann hier vorbei? Nudeln. Nudeln. Weil da muss ich ja jetzt nach... Da hier rein. Da die große Höhle da. Ja, genau das. Genau. Da musst du rein. Ey, das ist ja ein spannender Bossweg. Ja, schon. Ja, ja. Wenn man nicht gerade verfolgt wird. Ah ja, egal für diese Scheißviecher. So, spielen wir da mal runter, oder? Ja. Alle hopp. Als Batman kommen muss. Als Boss. Ja. Den würde ich nicht besiegen, sagen. Alles gleich. Gib auf. Ach Gott, stimmt. Sie haben ja von einer Frau geredet. Alter, ist die crazy. Crazy Bitch. Alter. Ich bin aufgeladen, das wird man auf jeden Fall mal. Ich bin ziemlich schnell unterwegs. Ich mal das Aufgeladene lassen. Egal. Ich muss erstmal abchecken, was die. Alter, okay, die macht hier so eine Scheiße. Du hast noch die untere Stance, ja. Ne? Oh, danke, dass du mich. Alter, ich bin komplett eingeblitzt. Die macht Lähmung. Okay. Bist du das Lähmung? Achso, ja. Oh, und das auch. Ich kann jetzt nichts machen. Okay, Lähmung ist bitter. Ey, ich möchte mal trinken. Ey. Ich hab meine Bombe ins Gesicht, weil ich sie kann. Nochmal. Alter, das ist Lähmung, das ist ja bitter! Sag mal, geht's bei dir noch, junge Dame? Alter! Boah, Alter, das Lähmung ist ja... Haben wir eigentlich einen Lähmungsschutz oder so? Nee, ich hab schon ein paar Items. Der Schuss, der lähmt dich halt instant, ne? Also der hat schon 0 Chance erstmal. Ich erstmal abchecken, was die macht. Okay. Ja, und je mehr du auf Abstand machst, umso mehr macht sie das. Ja, klar. Oh, na, es ist auch nicht gerade bessere. Bisher nicht großartig, bist du ja immer weggegangen von ihr. Ah, okay, scheiße. Ja, die macht irgendwie den Schwung. Ja, mit dem da, was auch immer, das macht sie ja immer. Alter, das Lähmen ist bitter. Haben wir irgendwas gegen Lähmenschutz oder sowas? Ja. Ein Gegenstand, wo man zerdrücken kann oder ein Ausrüstungsgegenstand? Wenn dann vielleicht was, was man zerdrücken kann. Und wir könnten eventuell. Ah ne, Quatsch, das ist nicht hier. Das hatten wir doch das letzte Mal erst gehabt. Hier mit. Mit was? Das, ja, das Lähmen-Dings, wo man dann. Dass man was mitnehmen kann. Das. Du betreibst halt nach der Einnahme auf sie die Gift. Nee. Lähmung hier. Ja, absorbieren sie Lähmung und den Widerstand. Erhöhen den Widerstand entgegen. Ja, gut, das können wir mit ausrüsten statt die Bomben. Kostet nur eins. Ja, dann machen wir mal eins raus, können wir statt die Bomben die tragen. Müssen wir halt das ausrüsten im Dings, ne? Hier zu bereiten, ja. Mhm. So. Das sind halt auch 3 Punkte, Alter. Das ist so behindert, ne? Ja. Wenn halt eigentlich müsst du mal so einen. Einen Scheißpunkt da reinsetzen, damit wir 2 mitnehmen könnten. Ja.
Weil das würde schon mehr Sinn machen. Einerseits können wir dann Chirurgen plus die Bomben tragen oder halt dementsprechend irgendwas anderes. Ja. Und die Bomben sind eigentlich schon cool. Wo sind die Punkte? Wo kann man das eigentlich leveln? Das komische. Mit Geschicklichkeit. Ah, okay. Da müssen wir halt einen Punkt mal reinsetzen, ne? Wo gab's denn jetzt hier den Scheiß immer? Direkt drinnen kannst du bereit machen im Schrein oder halt. Nein, ich meine hier die Items. Da gab's, wir hatten doch sicherlich auch irgendwelche Items, die dasselbe machen. Ach, keine Ahnung. Ja. Funktionnadel, die Lähmungen und Effekte von lähmenden Giften aufhebt. Solche Nadeln lassen sich zahlreiche Beschwerden behandeln, wenn sie an den richtigen. Ja, aber das hebt ja nur auf und erhöht dann nicht den. Ja, wenn es aufhebt, kannst du ausweichen. Weißt du, ich meine, du wirst gelähmt, so. Benutzt es und so, wirst. Ja, also, wenn es halt so funktioniert, ansonsten ja, wird es keinen aber Sinn machen. Einmal nur 10 Stück davon, das ist halt auch. Nach 10 Versuchen, nach 3 Versuchen, 2 Versuchen sind die weg und dann ist weg. Das ist wohl wahr. Unser Bogen ist so komisch rot oder sieht das nicht so komisch aus? Das weiß ich nicht. Das Problem ist halt, dass wir bald wieder keine Tränke mehr haben. Hab ich gesehen, ja. Jetzt das letzte Mal 8, danach haben wir nur noch 4. Ja, jetzt sind 7 sind noch in der Lage verstellt. Echt? Ich dachte nur noch 4 drin. So, jetzt vor uns 4 und jetzt. Jetzt haben wir halt mal so einen Fuchs ein oder was weiß. So. Dann kann ich schnell hier auch rein. Bamsen, Nikolette Dame. Alter. Oder auch nicht. Okay, und weg ist es. Ist aufgeladen. Aber ich habe auch gerade X gedrückt und der ist nicht ausgewichen. Also gar nicht. Ja, du warst gelähmt gerade. Nee, ich meine davor schon. Weiß nicht, hat sie dich vorher schon erwischt? Da ist unser guter Kerl, der uns jetzt nichts mehr bringt. Verdammte Scheiße nochmal. Er ist doch, doch gemacht, ey. Kotzt mich das an. Richtig bitter. Ja, fick dich. Also ist das. Eigentlich möchte ich jetzt direkt sterben. Ohne den Controller abzugeben. Dann kletter einfach hoch, ja. Und lass dich töten. Ja, komm, Junge. Ja, so. Heute ist wieder so bitter, da denkt man die ganze Zeit, man hat das Tranksammeldings drin, verbraucht gar nicht so mega, also gefühlt man hat immer 8. Und dann stehst du wieder kurz vor dem scheiß verkackten Hurenboss und denkst dir so, scheiß verkackter Hurenboss. Ja man, das denkt man sich. So. Stattdessen rennen wir mit 40 Steinen rum, ne? Ja man, was soll die Kacke? Ja, so ist das. Lauf weiter, Junge. So. Dann schauen wir, was die gute Dame so macht. Ihre netten Lähmung. Wo sind die Lähmungspunkte? Sind die drei Dinger links da, gell? Die links sind von unserem Jutsu und die rechts sind die normalen Items. Also die links, die kann ich auf jeden Fall immer. Ja, denk schon. Was ist das? Okay, währenddessen. Ich hab's nicht drückt, ehrlich gesagt, ich wollte es noch testen. Ich hab grad. Alter, was? Ich habe gerade das Lähmungsgedöns.
die geht ab wie Schmitz Katz und hat wieder voll Energie, die Hure! Hast du überhaupt schon mal getroffen? Ja! Der hat sich gerade an mir ausgesaugt, die Dumme! Gibt's aber echt viel Schaden, ey. Wenn man mit dem Schaden durchkommen wird, weißt du, wenn wir jetzt das aufgeladene Fotzenviech hätten, dann würden wir die sogar wahrscheinlich niederbamsen. Alter, ist das bitter. Alter, schon wieder. Guck, und jetzt guckt die Energie. Zack, und wieder. Ich möchte es eigentlich abchecken, was die so macht. Ich will nicht mehr so viele Elixiere jetzt raushauen. Dritte. Ja, vier im Lager. Hört sich nicht gerade glücklich an. Hä? Hört sich nicht gerade glücklich an. Ja, weil nur noch vier im Lager sind. Der hier so rum, der soll sich mal verpissen, ey. Gibt es einen Gegenstand, wo wir uns komplett direkt instant aufladen können? Die Waffe etc. bla bla? Ich glaube nicht. Es gibt einen Gegenstand, der hier nach rechts. Ja, was? Der Waffe direkt Feuerschaden halt einfach ja, zusätzlich gut. Gibt. Ich sag mal, eigentlich bekommen die relativ schnell Schaden an sich, aber. Bei der irgendwie immer ein Stück weit zu spät X. Oder es reagiert einfach nicht so richtig. Scheiße. Wolltest du gerade die geile Mega-Attacke machen, oder? Ja. Die nach vorne drücken, wuhuu, abgeh, oder war das auszusehen? Das nach oben springen, ja. Meinst du? Ja, das wollte ich schon, aber in dem Moment ist sie zurückgegangen. Bei dir merkt man schon richtig, direkt ohne dass du es richtig versuchst, dass der Frust einfach so hoch ist. Versuchst du nicht mal so richtig? Muss ich mich verarschen? Also deine Mimik etc. Ich versuch's vor der Kanne. Also ich glaube, ich habe dir doch schon um einiges mehr Schaden gemacht als du bisher. Ja, daran liegt's ja noch. Natürlich nicht, aber. Deine Lust ist komplett am Sack. Nee, sonst würdest du ja nicht so hart versuchen umzuhauen. Dann dringt deine Motivation nicht zu mir durch. Ich bin hochkonzentriert. Du anscheinend. Und du dir schon die Fledermäuse fast schon mitnimmst. Okay, man kann das blocken. Was halt bei mir einfach das ein bisschen das Problem ist, dass ich in Untergrundstands irgendwie nicht gescheit ausweichen kann. Das geht irgendwie nicht so richtig. Oder ich habe einfach nie Ausdauer gehabt und nicht drauf geachtet. Die haut halt die Ausdauer extrem runter, die Frau.
Ich dachte, die Attacke wolltest du mal blocken. Was? Konzentriert. Hatte nichts mit der Attacke zu tun. Ich wollte einfach nur gucken, ob man das überhaupt blocken kann, das Dings. Hier. Den Ansturm. Ja, den Ansturm an sich und dass du halt den das, ja, das weil du Lähmen deine, bekommst. Weil du am Anfang hast den ja geblockt. Ja, ich habe nur gesagt, man kann das blocken. Das Lähmen an sich, weißt du? Ja, den Ansturm von mir, den hast du geblockt. Ja, du hast gesagt, ey Mann, den kann man ja blocken. Ja. Danach hast du aber irgendwie nicht mehr geblockt. Weil ich gesehen habe, dass die Ausdauer da besagt ist. Das Ausweichen ist halt das besser. Ist halt auch, oder das ging nur darum, dass ich das Leben an sich blocken kann. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich versuche mal eine andere Stance, weil die untere Stance ist zwar vom Schaden machen ja ganz cool, aber ich kann dann nicht ausweichen. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Wie sie sagt, muss so schön 28 Tries ist doch nichts. Aha. Leider wirklich so. Ja, das Problem ist bei Niho jetzt, dass halt, ja, wie sagt man so schön, die scheiß verkackten acht Dinger. Diese Dame hier, das ist doch echt. Ey, die haut die Ausdauer so extrem runter, das ist. Ich konnte mich nicht bewegen, ich hab gedrückt. Ja, wie ein Wahnsinn. Du warst rot die ganze Zeit. Ja, klar, aber man muss mich ja trotzdem irgendwie bewegen können. Nö, ich konnte rot gar nicht. Geht gar nichts. Ja, aber die hat mich ja nicht mal getroffen. Doch, die hat dich doch vorher schon rot gemacht. Und dann standest du da und dann warst du rot. Und ich sag, in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, die haut die Ausdauer so extrem runter, hat sie dann Ausdauer komplett auf rot, auf so, ich stehe jetzt da und bin rot gehauen, weißt du? Weil behindert, Alter. Die haut dich sowas von komplett in den Dings rein, weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, ja, da ist der gleich komplett am Sack, der gute Kerl. Das ist halt richtig bitter, ey. Alter, was kannst du noch? Willst du mir wenigstens ein Elixier geben? Will er nicht, der gute Kerl. Ey, die Fledermäuse, die sehen aus. Komplett weg. Das ist heftig. Alter. Du musst direkt nehmen, wenn du betäubt bist. Aber jetzt hast du erstmal die Ruhe davor. Wenn sie dich jetzt damit trifft, bist du nicht direkt bis dann. Alter, das. Ach du halt. Sie macht halt total viel Schaden. Ey, das ist. Oh, ich wollte halt jetzt halt nochmal so ein. Das ist doch nehmen, das ist doch scheißegal, das Elixier. Oh, das ist einfach. Da sieht man kein Millimeter Land. Ja, das wird dann einfach irgendwann mal wieder bei einem von beiden Klicken machen und dann geht es auf einmal. Am meisten geht mir die Clownfiers da hier hinter uns mal und sagt. Also trö, die ja, freuen sich wie Schneekönig und denken mir so, gibt uns Elixiere, ihr Penner. Da liegt oben eins. Das ist bestimmt nur ein Stein. Oh, doch ein Elixier, Hammer. Ja, guck mal, wir rennen schon wieder nur mit 7 rum, das ist halt so. Ja, ist halt schon da am Ende. Jetzt hab ich extra mal den getriggert hier. Elixier, das eins. Ja, die Frage ist, ob man mal kurz. Ja. Das ist schwer. Die scheiß Elixiere. Das ist schon fast hier rum. Weißt du, dass man nicht mal durch den Levelaufzug stieg wenigstens mal 5 dabei hat oder so, weißt du, sondern nein. Man hat dann wahrscheinlich die 4. Hm.
Und wir machen das durch Sinnlosigkeit, weil wir so einen scheiß verkackten Sohn retten wollen, der eh da oben aufgefressen rumliegt. Schaden und ich habe keine Ausdauer mehr danach. Ja. Ich kann mich aber auch nicht bewegen, Mann! Ja, weil du komplett gestunt warst. Komm. Nein, ich habe das Scheiß-Item genommen! Fuck my life, ey! Gib mir das auf den Sack, ey! Sag ich doch, du bist gerade so hart an der... Oh. Ja, weil du da X-Men musst und dann passiert nichts. Ja, weil du bist ja noch geblitzt, du bist ja... Ja, aber ich benutze das Scheiß-Item. Ja, das dauert ja kurz. Alter, ey. Der hat dich doch weiter gehauen. Alter. So ein Bullshit, Mann. Das Spiel regt ihn anscheinend mehr auf wie Dark Souls. Ich erwarte, dass wenn ich mich bewegen will, ich mich mal fucking bewegen kann und nicht alle 5 Sekunden dastehe wie ein Mongo, der in die Fresse kriegt. Lähmung, Mann. Lähmung ist ein Arschloch. Alter, so ein behindertes Scheißelement in dem Spiel. Ja, wer hat das bloß erfunden? So eine dumme Hässlernfrau. Hey, das ist unglaublich. Und das ist erst der zweite Boss, ne? So, das Ding wieder ein. Was bringt das, dass es da Mitte da liegt? Ja, nee, dass wir einfach den scheiß Geist vollkriegen, weil wir machen. Wann willst du denn immer an den Gegner reden? Aber das überträgt sich doch da nicht! Doch! Nein, das ist immer noch dieselbe Füllmenge! Ja, wie kann es dann überhaupt eine Füllmenge haben? Weil wir den mit Füllmenge angeliefert haben. Was machst du da mit deinem Schirm? Dumme Dame. Das ist so nervig, ey. Wie sollst du denn gegen die Scheiße einfach ausweichen, gerade? Jeder probiert es immer nach hinten oder zu einer Seite und das Ding trifft irgendwie hin. Bist du denn? Bei dir noch abschießen oder was? Oh, ein Sturm und dann schön. Direkt. Du hast hier hohe Stats gerade. Achso. Wegen dir noch oder was? Hast du wieder rumgekämpft? Ich weiß nicht, entweder du hast es gerade aus Versehen umgestellt oder du hast es verloren. Ja, ich hab's mir zurückgestellt. Die Ausdauer wieder am Arsch und Zeiten. Fuck, die lähmt halt ziemlich schnell, die haut deine Ausdauer sofort runter.
krasse Nudel. Mhm. Und schon haben wir nur noch 6. Die Frage ist, ob die wir wirklich nur noch 6 haben oder ob die Zahl sich auf 6 erhöht hat. Weißt? Ich habe keine Ahnung, wie viel die Tragekapazität jetzt ist. Ich werde mal rausfinden, wenn ich sterbe und du dann wieder aufstehst. Diese Frau, hey. Heftig. Boah. Heftig. Nervig. Hast du zwischenzeitlich mal das andere Item benutzt oder was? Ich habe einmal kurz ganz zum Schluss das eine Item, da wo ich so anflogen ist und ich kurz vorher weggerollt bin. Okay. Wollte nur mal, hab gedacht, ich kann mal meinen Test stellen, was die gute Dame da macht. Ein schmitteres Dance, falls du das willst, gell? Mhm. Diese Attacke, Alter, die ist so übertrieben, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie ich da ausweichen soll. Die Blocken kannst du halt vergessen, ne? Guck dir das an, ey. Ich bin komplett erst. Oh fuck, wollte ich gerade sagen, du bist gelernt und nicht. Ich bin gar nicht gut. Das ist bitter. Jetzt schauen wir mal, wie viel hast du getrunken? Du hast ja 6 gehabt, du hast mindestens 2-mal getrunken oder was? Oder? Ich glaube 2-mal, wenn 40 durchgegangen ist, dann auf jeden Fall 2-mal. Nein, 6. Ja. Also normalerweise. Standardmäßig, ja. Dann ist es jetzt gar nicht so schlimm, dass wir 8 tragen können, wir haben 6 dabei. Dann brauchen wir wenigstens nicht unbedingt farmen, ne? An dem Punkt. Hauptsache, wir haben irgendwann 500 Steine. Alter, mir hat schon wieder mehr von den Kackdingern, ey. Das ist doch Bullshit. Also, gut, den mache ich jetzt noch. Aber vielleicht hat er ja noch ein Elixierchen. Ja, zwing dich dazu, eins zu nehmen. Und natürlich. Kein Elixier da gelassen. Genau. Oh Gott, hey. Mit so komischen Zustandsveränderungen, ey, das ist doch echt die Hölle. Wir hatten noch nicht mal Gift im Spiel, so wirklich. Ja. Mach ruhig weiter so. Alter, und der, die visiert halt auch noch dann so deine Rollbahn an.
Dann musst du ein bisschen warten, bis wir. Ja, geht's noch. Ich hab das Pattern ist sowas von easy peasy. Ich hab sie! In meinem Kopf hab ich sie schon. Okay, solange es wenigstens einer hat. Ey, das Pattern ist easy. Ausweichen nach hinten, immer nach hinten. So, die Bossfolge ist mal vorbei. Wir machen gleich weiter im Anschluss. Versuchen wir weiterhin unser Glück mit unseren Sex-Elixieren. Ciao! Ciao!